So, da sind wir wieder, Leute, und wir sind heute bei einer neuen Episode von Fire Emblem. Genau am Start von einem neuen Kapitel, die Insel des Grauens. Also, lass uns mal starten. Elivot erreicht die Gestade der Insel Valor und darf eine neue Gefährtin in seinen Reihen willkommen heißen. Meine Stimme ist gerade auch nicht besser. Also, So, ein enigmatisches junges Mädchen namens Ninia. Der Großteil der Insel wird von lichten Wäldern bedeckt. Die Legende besagt, dass noch niemals jemand aus jenen dunklen Wäldern zurückgekehrt sein soll. Dichter Nebel schließt sich kriechend um die Truppe und verschluckt einen nach dem anderen. Voller Vorsicht dringen sie ins Dickicht des Waldes vor. Und wer war Kampf? Ja. So, das war boah, das Zeichen. Die Insel des Grauens. Okay. Fein, fein. Das Drachentor. Schande über euch, Marquis Ferrar. Ihr habt den Jungen und das Mädchen befreit. Ich werde euer Handeln nicht ohne Widerstand dulden. Was sollen wir jetzt tun, Lord Neagar? Jetzt, da beide Geschwister entkommen sind, können wir doch die Zeremonie nicht mehr abhalten. Wie viele Male muss ich es euch noch sagen, Lord Dari? Ihr werdet von diesem Mann doch nur benutzt, wenn ihr ihm helft, den Drachen wieder den Weg in diese Welt zu ebnen. Helft ihr ihm gleichzeitig, die Menschheit auszulöschen. Versteht ihr das? Pah! Ja, okay, das war gerade nicht geplant. Pah! Die Menschheit auslöschen? In längst vergangenen Zeiten mögen die Drachen wohl eine Bedrohung der Menschheit gewesen sein. Doch dank der Macht Lord Nergals haben wir nichts zu befürchten. Lord Nergal kann die Drachen vollständig kontrollieren. Lord Dari, ihr seid bereits verloren. Ich plante in Lucia einen Krieg zu beginnen. Dieser Krieg, den ich ersann, hätte mit einem Schlag eine gar glorreiche Menge an Kraft entstehen lassen. Wie mir scheint, wart ihr nicht gerade brauchbar im Hinblick auf die Erfüllung dieser Aufgabe. Aber keine Sorge, ich verfüge noch über andere Mittel und Wege. Schwarzherziges Ungeheuer, Garg! Hütet eure Zunge, es bleibt noch eine Aufgabe, die ihr für mich erfüllen müsst. Efidel, Limstella, meine geliebten Morphs, meine wunderschönen Meisterwerke. Ich habe neue Aufgaben für euch, meine kleinen Schusshündchen. Okay, die sehen ziemlich gleich aus. Zuerst, Limstella, du wirst nach Piran aufbrechen und dort Sonia kontaktieren. Ich möchte, dass du ein Treffen mit dem König arrangierst. Verstanden. Efidel, nimm diesen Mann, Marquis Larus, und geh. Ich will, dass du jene Ratten auslöschst, die auf dieser Insel gelandet sind. Ja, Meister. Dann bleibt nur noch ihr, Marquis Ferrar. Es scheint, als wäre euer Nachkomme ein Mann großer Hartnäckigkeit. Der Name der Ratte, die sich in meinem Fels und Lucia einmischte, lautet Eliwood. Sollte man ihm nicht dafür gratulieren, dass er so weit gekommen ist? Eliwood, mein Sohn ist hier? Hört auf, macht mit mir, was ihr wollt, aber verschont meinen Sohn. Ja. Okay. Erinnert ihr euch an die Geschwister, die ihr befreit habt? Ja, okay. Das Mädchen ist zurückgekehrt. Genauer gesagt befindet sie sich in Gesellschaft eures Sohnes Eliwood. Eine gar köstliche Wendung des Schicksals, findet ihr nicht auch? Das kann nicht sein. Eliwood wird in diesen Wäldern seinen Tod finden. Das Mädchen kehrt zu mir zurück und die Zeremonie wird stattfinden. Trotz jener langen Stunden der Folter bleibt ihr dennoch voller Zuversicht. Solche Courage wird euch zum perfekten Opfer machen. Marquis Ferrar. Eliwood, kehr um, nimm das Mädchen und fliehe, bitte. Ich kann nicht glauben, dass es so weit kommen konnte. Ich muss Lord Hector über diese Vorkommnisse informieren. Wenn ich beeile, kann ich es noch rechtzeitig schaffen. Was? Layla, wohin des Weges? Lord Efidel. Die Wachposten, ich wollte nur prüfen, ob... Du hast uns belauscht, nicht wahr? Aber hatte ich so große Erwartungen in dich gesetzt. Jafar. Oder Jafar. Ah, die Bestrafung für Verräter ist der Tod.
Huhu. Ein Assassine, glaube ich, oder? Matthew. Beeindruckend, Jaffar. Deine Kräfte sind wahrhaft unvergleichlich. Nimm die Leiche dieser Frau und lass sie im Wald zurück. Sie soll als Warnung für diese Narren dienen. Oh. Insel Valor. Lasst uns diese Wälder rasch durchqueren. Der Nebel wird immer dichter. Bleibt zusammen, trennt euch nicht. Ja, und der Wald sieht ziemlich düster aus. Tritt ein und sei verloren. Ich habe das Gefühl, dass wir nie wieder zurückkehren werden. Hector, wollt ihr einen Fluch heraufbeschwören? Fühlst du dich gut, Nilian? Ja, ich bin in Ordnung. Da ist jemand. Wer? Ein Wachposten? Leia, bist du das? Beeindruckend, dass du bis hierher vorgedrungen bist. Irgendwas stimmt hier nicht, Leila. Sie ist tot. Nein? Nein? Ja. Okay, sollte das lieber nicht so betonen. Das kann nicht sein. Sie war einer unserer besten Spione. Leila. Okay. Es tut mir leid, Matthew. Warum entschuldigt ihr euch, mein Lord? Leila hat sich einen Fehltritt erlaubt. Das ist alles. Matthew, Leila war... Nach Abschluss dieser Mission wollte ich sie fragen, ob sie dieses Leben nicht aufgeben wollte. Ich habe wohl zu lange gewartet, ha. Mein Lord, dürfte ich später wieder zu euch stoßen? Sie muss bestattet werden. Natürlich. Ah, ich werde mit euch gehen. Lasst die beiden alleine. Es gibt nichts, was wir jetzt tun könnten. Verdammt. Sie haben sie hier zurückgelassen, damit wir sie finden. Das ist unverzeihlich, das ist so verabscheuungswürdig. Nein, noch viel mehr als das. Gehen wir. Der Feind befindet sich irgendwo in diesem Wald. Wir müssen dies beenden, bevor noch mehr Menschen sterben. Ah, B. Vorsicht, da kommt jemand. Was? Kia! Wer ist Kia? Naja, egal. Blindes. Wenn euch ihr Leben lieb ist, dann schickt das Mädchen zu mir. Ah. Ihr seid ein Mann aus Sacke. Das ist wahr, ich bin Uhai von dem Black Fang. Ich wurde gesandt, das Mädchen gefangen zu nehmen und den Rest von euch zu töten. Solltet ihr allerdings das Mädchen zurücklassen und die Insel sofort wieder verlassen, schenke ich euch das Leben. Und werden wir uns weigern? Ihr wisst nichts, noble Dame. Nichts über Nergals Macht, nichts über seine schrecklichen Kräfte. Ihr seid voll der Ignoranz, daher verspürt ihr noch die Hoffnung, ihn überwinden zu können. Entschuldigung. Ihr seid nur Insekten, die gegen die Macht des Himmels anstürmen. Boah. Okay. Eure Taten werden nichts ändern. Und nun vergesst die Narratei. Und fort mit euch. Vielleicht wissen wir nicht, wer oder was es ist, wogegen wir kämpfen. Doch, werden wir fliehen, ist unsere Niederlage gewiss. Daher werden wir nicht aufhören zu kämpfen und behalten vielleicht letzten Endes doch die Oberhand. Welch Torheit. Was? Warum lasst ihr mich frei? Während eines Kampfes eine Frau als Geisel zu behalten, ist schändlich. Auch ihr seid aus Sakai und ich bin bereit, eure Gnade zu gewähren. Wenn ihr sterben müsst, dann tut dies mit einem Schwert in Händen. Doch seid versichert, ich werde euch alle hier töten. Dennoch seid guter Dinge. Wenn ihr jetzt sterbt, werdet ihr von dem Elend verschont, das schon in Kürze über die Welt hereinbrechen wird. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Nilian, du musst dich verstecken. Wir stellen uns dem Feind. Okay. Wie lange hat das Ganze gedauert? 9 Minuten, also fast die Hälfte der Folge. Schön. Dann bereiten wir mal hier unsere Truppe vor. Hector muss, glaube ich, unbedingt mit. Will ich doch gerne dabei haben. Ich glaube, dass... wie gut war der denn? Ich hab's vergessen. Naja, hohe Fähigkeit, schwache Resistenz, stimmt.
hier, Rape, der hatte. Also fast genau das gleiche, oder? Kannst du nochmal nachgucken? Ja, so ziemlich gleich ist das. Nur eben, dass Raven ein bisschen stärker in der Verteidigung ist. Merlinus Transport, Con 25. Also man könnte ihn theoretisch bewegen. Theoretisch. Naja. Brauche ich hier alle, die hier jetzt mitkommen? Matthew, brauche ich den? Ich weiß nicht. Ach, ich glaube, ich frage erstmal. Ja. Prophetie. Du suchst nach Einsicht für den bevorstehenden Kampf? Was? Du willst eine alte Frau auf die Insel des Grauens schleppen? Oh, welche Sünde habe ich auf mich geladen, dass du mir etwas derartiges antun möchtest? Zerbrechlich bin ich und alt. Sei also etwas vorsichtiger mit den Forderungen, die du an mich zu stellen gedenkst. Ach ja, die Weissage. Ja, sofort. Willst du die 80 Gold bezahlen? Ja, natürlich. Nebel. Solltest Diebe in der Truppe haben. Auch Fackeln werden dir vieles leichter machen. Ich kann fühlen, dass der Feind über ein merkwürdiges Item verfügt. Hüte deinem Gesetz. Nimm auch die Himmelsritterin mit dem orchideefarbenen Haar mit. Es gibt jemanden, den sie treffen sollte. Okay. Also sollte ich Florina wirklich mitnehmen, oder? Ja, okay. Ja, das ist ja auch hier alles so mit alle möglichen Leute hier so extremst eigenartige Frisuren. Okay, ich glaube, das ist meine stärkste Truppe. Muss ich die Items noch ein bisschen sortieren? Ja, gebe ich mal das Weihwasser. Das Langschwert. Ach, wie gebe ich das denn? Wir könnten das Langschwert vertragen. Wen hatte ich nochmal? Ach ja, sein hat sich ja gefordert. Ja, doch, hier das Langschwert. Passt schon. So, Lynn kann noch ein paar Sachen verkaufen hier. Feuerjuwel. Okay. Ja, eine Stahlaxt. Wo kann die denn hin? Wahrscheinlich hier zu meinen Kämpfern, oder? Ich glaube, ich sollte Batra auch noch mitnehmen. Irgendjemand hat zu viele Heilmittel dabei. Das kann man, glaube ich, so schon sagen. Denn mir fehlt ein Heilmittel. Ja, hier, Kent hat zwei Heilmittel dabei. Hier sollte nämlich unbedingt mein Heilmittel hin. Heldenzierde. Na, warum verwenden kann ich es noch nicht? Ha. Ich würde gerne wissen, was der Leitstein nochmal gemacht hat. Leitstein. Für Magieanwender und Troubadour. Level 6. Level irgendwas hier, ne? 3 und 3. Okay. Heldenziele. Was waren die denn gut? Söldner, Mimidon und Kämpfer. Okay, ich habe niemanden, der das tragen könnte. Oder benutzen könnte, besser gesagt. Das wird schwer. Ich glaube, das Stahlschwert kann ich abgeben. Eliwood. So. Das sollte hiermit, glaube ich, alles geregelt sein, hoffe ich mal. Ja, doch schon. Karte prüfen. Karte ansehen. Okay, man sieht absolut gar nichts. Super. Zurück. Okay, Fackeln. Habe ich Fackeln dabei? Ich weiß nicht, Lucius mal Fackeln hatte.
Oh, ich habe ja extrem viele Hype mit. Okay. Also von allen, ne? Ja. So ein Heilmittel, was. Also. Hier kann man also sehen, wen das gehört. Also da unten rechts. Alles besetzt. Okay, die Fackeln kann ich auf jeden Fall. Hat irgendjemand mitgeben? Ja, doch. Matthew mit Fackel. Ja, das hört sich gut an. Er kann sich nämlich stark gut bewegen. Und kann das dann auch ziemlich gut einsetzen. Und ja, ich kann auch einen Trank geben. Von Lufen. Denn, naja, er ist nicht dabei. Er ist genauso wenig wie wir oder Rebecca und alle anderen. Okay. Speichern wir dann noch. Ich gucke nochmal auf die Zeit, wie lange wir schon aufgenommen haben. Noch 4 Minuten in der Schlacht und dann geht's los. Merlinus erreicht Level 6. Merlinus einsetzen? Ja, bitte. Du bist Mark, stimmt's? Ich bin Dart, Anführer von Fargos Truppe, den von Seeteufel. Der Captain hat mir befohlen, deinem Kommando zu folgen. Also worum soll ich mich als erstes kümmern? Ich bin zurück, Milord. Matthew, bist du sicher? Du musst nicht. Was redet ihr denn da? Seht euch nur diesen unheimlichen Ort an. Diesen dichten Nebel. Dies ist genau die Situation, wegen der ihr mich mitgenommen habt. Aber... Wenn Layla, wenn sie wüsste, dass ich mich vor einer Pflicht drücke, hätte sie mir niemals verziehen. Ich bin in Ordnung. Ich werde meine Anstrengungen für Rositia in ihren Ehren verdoppeln. Ich verstehe. Ich zähle auf dich. Das solltet ihr auch mit, mein Lord. Sag mir, Layla, würdest du es so wollen, oder? Du würdest nicht sehen wollen, dass ich aufgebe. Ich werde dich betrauern, sobald die Schlacht geschlagen ist. Ich muss einmal meine Pflicht erfüllen, also Ruhe und Frieden. Ich verspreche, dass ich mich um alles kümmern werde. Puh, Problem ist nur, ich sehe nichts. Also laufen wir jetzt mal hier hin. Item. Fackel. Oh mein Gott. Einen Langbogen. Uiuiui. Nosferatu, Lichtbude, was ist das? Vorrichtung, die Einheiten von Feldern fernhält. Okay, ich fange gleich einmal rum. Bis jetzt, ja. Was hat er denn so? Ah, der hat auch eine Fackel. Okay, gut. Kann man ja, glaube ich, immer gebrauchen. Okay, ist der Kampf hier jetzt auch schon entschieden? Ich muss noch irgendeine so eine Art Verteidigung hier hinsetzen. Nur wen setze ich hier hin? Oswin? Oswin? Ja, der hält viel aus. Okay, und dann setze ich glaube ich noch... Nee, der hat Fackeln dabei. Den will ich nicht unbedingt hier hinsetzen. Ich glaube, Kent übernimmt diesmal hier den Dienst. Oder brauche ich noch jemanden, der heilt, der hinten bleibt? Dann nehme ich glaube ich Sarah. Okay. Kommen nochmal zwei Angriffe. Oder nochmal ein Angriff. Und eine Fackel erhalten. Super. So, wahrscheinlich der Merlinus. Ich glaube, das ist der Hammer, den ich wegschicken werde. Mann, oh Mann, ist sehr stark. Das muss man ihm lassen. Okay. Jetzt kommen die Gegner.
Uiuiui, den habe ich irgendwo überhaupt nicht gesehen. Schlecht. Das war auch schon zu erwarten. Und das wird jetzt knapp. Waffenlevel erhöht, ja, wow, interessiert mich jetzt auch so viel. Okay, ist gerade noch so gut gegangen. Und ja, da sind sehr, sehr viele. Okay, ich sollte aufpassen. Ich glaube, die können nur von unten kommen, deshalb stehe ich Oswin nach vorne. Mit einem Langspeer ausgerüstet. Ist meiner Meinung nach die bessere Defensivwaffe. Ich bin mir allerdings auch nicht so sicher. Okay. Diesen Kampf haben wir auch schon und ich glaube, dass das hier mal wieder ein bisschen sehr, sehr schwer wird. Naja, das war's jetzt mit diesem Part. Hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.